Ja, moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier beim Landwirtschaftssimulator 15 und es geht weiter mit der nächsten Folge. Die 23 möchte gerne ja in Schwaden aufgeteilt werden und wir wollen ihr diesen Wunsch erfüllen und machen das. Hier haben wir jetzt noch eine kleine Linie hier, so ein bisschen was mit dem, was die Schwader, der Schwader jetzt da nicht bekommen hat. Aber das ist jetzt auch kein Drama. So, und damit das hier direkt von Anfang an ein bisschen gerade wird, hole ich nochmal so ein bisschen aus. So, und dann kann's... Nicht zusammenklappen. So, runter jetzt und auf geht's mit dem Schwaden. Ja, ich werde ja natürlich dann auch wie sonst auch hier so ein bisschen doppelt fahren am Anfang, damit wir hier alles auch vom Weg runter bekommen. Und dann machen wir es diesmal so, damit das ein bisschen besser als beim letzten Mal ist, werden wir erstmal einen Kreis fahren. Oder wartet mal, ich fahre einfach gerade. Vier gerade Linien außen rum, weil die Kurven sind so scheiße schwer zu nehmen. Da machen wir es direkt ein bisschen einfacher uns. Und fahren hier einfach einmal gerade durch und danach dann wieder und wieder und wieder. Und das ist dann einfach ein bisschen leichter. Schneiden wir uns das hier so, so ein bisschen zurecht. Gucken, dass ich das hier jetzt gerade muss man noch ein bisschen weiter hier hin. Das ist jetzt hier am Anfang, ist das ein bisschen, ach komm schon, am Anfang ist das nicht ganz so leicht, weil wir da halt erstmal an den Zaun und an den Bäumen vorbei müssen. So, ich glaube, so können wir glaube ich mitarbeiten. So, dann gucken wir mal, dass wir hier alles mitkriegen. Vom Zaun, wenn ein bisschen was liegen bleibt, ist das jetzt kein Drama. Aber sowas gilt es dann schon zu vermeiden. Ja, da haben wir uns eine kleine Aufgabe gelassen. Auch das wird interessant werden. Ach, das kriegen wir schon hin. Und wenn wir hier an der Stelle doppelt fahren, lieber mit der Presse doppelt, als mit diesem sperrigen Teil. So, und dann bin ich mal gespannt. Also wir werden, glaube ich, nicht ganz so viele Ballen rausbekommen, wie wir Strohballen bekommen haben. Aber ja, vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. 16 Stück bekommt man ja als Ladung. Und ich glaube, also ja, so 1,5 Ladungen erhoffe ich mir eigentlich schon. Aber wer weiß, vielleicht ist es auch weniger. Müssen wir mal gucken. So, hier würde ich doch schon ganz gerne eine kleine Kurve fahren. Jetzt schon wieder. Oh Gott. Okay, wisst ihr was? Machen wir mal aus. Oh Gott. Die Schwerkraft zieht uns hier so ein bisschen runter. So, wisst ihr was? Wir klappen das ganze Ding mal. Weil es ist ein bisschen schwer hier. Das ist am Hang. Das ist nämlich das eine Problem. Dass der Traktor, den wir hier haben, einfach nicht der stärkste ist. Und dann haben wir noch diese verdammten Bäume und dieses sperrige Teil hier.
Oh. So, wir drehen mal eben ganz kurz hier rum. Klappen das wieder aus. Und fahren dann hier hoch. Wir fahren dann hoffentlich hier nicht gegen den Baum wieder, sondern am Baum vorbei. Oh komm, jetzt mach mich hier nicht unglücklich. Gib Gas, Junge. Okay, wisst ihr was? Tschüss. Dann müssen wir halt den großen nehmen. Warum haben wir das nicht sowieso gleich gemacht? So, dann kommt halt das schwere Geschütz. So. Drück mir die Daumen, dass das jetzt auch was bringt. Aber der hat ja schon deutlich mehr Power. Ja, mit Leichtigkeit, ne? So, runter. An. Ja, ja. Easy. So, dann gucken wir mal, dass wir hier am Rand das meiste mitkriegen. Das sieht ja eigentlich ganz gut aus. So, mit der Presse wird es nicht ganz so kompliziert werden. Wir haben ja hier jetzt auch unsere eine Linie mitgenommen. Jetzt haben wir dann immer so ein bisschen Platz am Rand. Und dann geht's weiter. So, und keine Sorge, das Schlimmste haben wir hinter uns. So, noch geht's eigentlich von der Helligkeit her. Da brauche ich jetzt nichts spulen. Aber sobald es dann zu dunkel wird, werde ich dann natürlich tätig. Mal ein bisschen hier links reinlenken, sonst wird das nämlich zu eng werden. Aber so geht's. Haben wir hier auch ein ganz kleines bisschen Platz hier zum Rangieren. Ja, zwei Bahnen außen wären besser gewesen, aber warum müssen wir uns auch immer so Felder kaufen, wo so Zäune drum sind? Ätzend. Naja, wollen wir uns nicht beklagen. So, weiter geht's. Und vielleicht müssen wir nur noch einmal hoch runter und haben dann alles. Dann haben wir richtig schön satte schwarz liegen. Also die können hier, also die sind, eigentlich müssten die noch ein bisschen höher sein. So eine Breite, die wir hier mitkriegen, also da liegt dafür ganz schön wenig hier drum. Also wenn die richtig trocken sind, dann sind die eigentlich auch richtig, richtig hoch. Also zumindest so 40, 50, 60 Zentimeter, 60 nicht, aber 40, 50 Zentimeter sollte man eigentlich schon haben. Also wenn es richtig trocken ist, ne? Wenn man drauf drückt, dann wird es natürlich wieder platt, aber naja. Scheiße. Naja, da müssen wir halt dreimal fahren. Ist auch nicht so dramatisch. Hätte, glaube ich, sowieso nicht ganz geklappt. Nur mit viel Risiko.
So, wichtig ist, dass wir hier schön gerade fahren, ne? Nicht so einen Schlenker immer reinmachen. Dann haben wir es nämlich dann auch schwer, später dann mit der Presse hier rüber zu fahren. Dann müssen wir nämlich genau diese Kurven auch wieder fahren. Von daher lieber schön gerade, und wenn mal rechts ein bisschen zu viel ist, was wir hier, oder wo wir doppelt fahren oder so, das ist dann nicht so schlimm. Also schlimmer ist, wenn wir dann immer hin und her fahren müssen mit der Presse, weil dann hier an der Seite immer was liegen bleibt, weil man das vielleicht alles nicht ganz mitbekommt. Hier rechts war es jetzt schon alles sehr grenzwertig, also das war schon fast optimal gefahren. So, und dann einmal noch hier. Und dann haben wir eigentlich alles. Der hier wird natürlich ein bisschen mickrig, weil wir hier auch nur halb so viel noch liegen haben. Da kann die Presse dann auch nicht, da kann der Schwader dann auch nichts für. Aber ansonsten haben wir es, glaube ich, alles ordentlich hier wegbekommen. Muss jetzt nur noch gepresst werden, danach dann mit diesem Auffang-Sammelbehälter, Stapelwagen, wie auch immer. Und dann sind wir durch. So, dann können wir das Ganze wieder zusammenklappen und wegstellen, denn den brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Ne, den Schwader schon, aber den Zetter nicht mehr. Der Schwader wird dann wieder beim nächsten Mal Silage machen, herhalten müssen. So, wo soll ich den hinstellen hier? Der kann mal hier vorne an die Seite. So, und dann schnappe ich mir nämlich direkt auch noch die Presse. Oh, die steht ja so rum. So, und dann können wir mal das spulen, ne? So, vorher gucke ich eben noch mal ganz kurz, ob es was Neues gibt. Nö, nix. Warum auch? So, und dann ab in die Nacht. Das ist natürlich jetzt suboptimal, aber ich habe ja, wie gesagt, ich bin hier auf schnellster Geschwindigkeit. Das wird dann alles, wird dann gleich wieder heller. Und solange wir hier die Spur sehen, den Schwarz sehen, ist das ja okay. Wenn wir denn die Ballen sammeln müssen, dann ist es auch wieder hell. So, erstmal wieder außen rum. Der liegt ja super hier jetzt. So. Was nicht passt, wird passend gemacht. Machen wir
Fitzel stehen gelassen, aber wie gesagt, das ist so wenig. Alter, aber wie wahnsinnig schnell hier die Presse voll wird, ist der Hammer. So, hier müssen wir auch dann ein bisschen doof fahren in der ersten Runde. Hauptsache die Ballen fallen hinterher nicht raus, dass wir die dann hier unten auch noch zwischen den Felsen dann suchen müssen. So, und da hat sogar der hier dann langsam Probleme und es wird wieder heller. Das heißt, wir können hier wieder auf 5-fach stellen. So, dann jetzt haben wir es wieder ein bisschen heller. Ich mache mal das Licht aus. Dann wird es noch ein bisschen heller wirken. So. Die Aussage war jetzt natürlich nicht so richtig sinnesgemäß, aber ich meinte damit, dass man dann das Empfinden hat, dass es nicht ganz so dunkel ist, wenn man hier noch einen Scheinwerfer anhat. Ist natürlich nicht heller, aber ja, man denkt es sich vielleicht. So, die Spur, die dürfen wir dann gleich nochmal den Anfang zumindest nochmal fahren. So, und schaut euch mal an hier. 80, 90, 100%. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Das ist echt krass. Also, dieses Feld hat sich dann wahrlich gelohnt. Das werden wir in dieser Aufnahme auch noch fertig pressen, also in dieser Folge. Und in der nächsten Folge werden wir das dann einsammeln. Und das werden dann schon einige Ballen sein, ne? Hier wieder 80, 90, 100, 10, 20. 30, 40, 50, 60, 70 und dann ist hier, bevor wir am Ende sind, dann auch noch der nächste Ballen fertig, also ist schon schön. So, die nächste Spur ist da, das ist die dünne Spur, da kommen nicht so viele bei raus, aber hier werden dann wieder mindestens einer fertig werden, bis wir hinten sind. Wahrscheinlich sogar 1,5. Aber fast 2. So, die Reste, die nehmen wir dann beim nächsten Mal. Also hier an den Seiten, da fahren wir nochmal ab und gucken, ob es sich lohnt, ob wir da nochmal einen Ballen mit fertig bekommen, wenn nicht, dann nicht. Auch hier habe ich die Spur, da habe ich jetzt auch wieder ein bisschen was liegen gelassen, ein bisschen unsauber gefahren. Und dann haben wir erstmal eine Menge Heu. Vielleicht sogar mehr als Stroh. So, die letzte Reihe und dann gucken wir dann am Ende nochmal, ob wir hier und da nochmal, ob es sich lohnt, dass wir da nochmal was wegnehmen. Hier haben wir auch wieder ein bisschen was stehen gelassen. Wenn wir uns dann am Ende freuen, dass hier nochmal hier und da nochmal ein paar Fitze liegen und wir dann vielleicht den einen Ballen dann nochmal fertig kriegen. Auch wenn das hier jetzt, glaube ich, dann schwer wird, weil der ist jetzt gerade fertig geworden. Können wir mal gucken. Also hier liegt noch ein bisschen was. Nee, das halte ich für nicht wirklich möglich. Das reicht dann vielleicht noch, um den Ballen, der da jetzt noch, der fertige Ballen, der da drin steckt, den dann da rauszukriegen.
So, haben wir irgendwo noch ein bisschen was? Da ist noch ein bisschen was. Oh ja, das sieht gut aus. So, Ballen rutscht raus. Du musst loslassen. Er will nicht loslassen. Ah, dabei fehlt nur noch so wenig. Hier finden wir doch bestimmt noch ein bisschen was. Man, der liegt ja super hier. Den schiebe ich mal so ein bisschen hier hin. Finden wir den besser? Ich kenne mich ja. Okay. Ballen abladen. Ach, guck an. So, dann können wir es zuklappen. Pick abheben. Und die können wir eigentlich hier hinstellen. Ist eigentlich im Prinzip egal wo. Ja, nächste Folge werden wir dann hier schön weitermachen, werden dann die Ballen einsammeln. Ich gucke hier eben nochmal ganz kurz beim Auto, ob es hier irgendwas Neues gibt. Ich glaube aber nicht. Nö. Und ja, nächste Folge, da werden wir uns dann auch um die große Nachfrage vermutlich kümmern. 12 Stunden nur noch, das ist nicht viel. Also, ich werde mir das hier aufschreiben. Große Nachfrage. So, und dann den Titel nochmal, die 23 Schwaden und Pressen. So, ja, nächste Folge, wie gesagt, Ballen einsammeln, große Nachfrage bedienen. Hier 70 Tonnen Gerste wollen wir verschiffen, oder was heißt verschiffen, das kommt ja nur zur Getreideannahme. Und ja, also ich sag danke fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Wenn es euch ein Daumen hoch wert ist, würde ich mich auch sehr freuen und macht's gut. Bis dann, tschüssi!